Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind immer noch auf dem Floß unterwegs. Irgendwie sehe ich hier jedes Mal nicht, wo ich mich dranhängen muss. Hier ist es. So, wie weit haben wir es noch? Ich will hier nicht so viel Zeit auf dem Meer verbringen. Die Angst vor Seeschlangen wächst. Jetzt wird es wahrscheinlich auch noch dunkel, alles nicht so geil. Naja. Da vorne wartet der Tod auf uns. Ein kleines Stückchen nach links müssen wir wieder. Ja, jetzt wird es natürlich Nacht. Keine Ahnung, vielleicht kommen die auch nur in der Nacht raus. Das war ja, glaube ich, auch gestern. Also, nee, nicht gestern. Sondern bei der letzten Folge. Vorletzten Folge. Mann, Mann, Mann. Da war es ja, glaube ich, auch dunkel. Ach, bitte bleibt einfach mal zu Hause. Lasst mich mein Zeug wiederholen. Das ist echt jedes Mal so ein Krampf, wenn man gestorben ist, man so dolle Schiss hat, dass man es nicht wiederkriegt, weil wenn man dann nochmal stirbt, man hat einfach gar keine Ausrüstung mehr, gar nichts. Waffen, Rüstung, spätestens nach dem zweiten Tod alles weg. Und dann kriegt man halt echt ein bisschen Angst. Der Wind ist halt echt gegen uns. Ich glaube, es bringt jetzt auch noch nicht so viel. Wir können es mal aufmachen, aber ich glaube fast nicht, dass es was bringt. Nee, ich glaube, wir sind mit Rudern schneller unterwegs. Naja, wir sollten es bald geschafft haben. Boah, ich denke jedes Mal bei dem Geräusch, das ist so eine Schlange, ne? Und einfach Daumen drücken, dass wir schnell unser Zeug holen können. Und ich weiß nicht, inwiefern wir unser Boot wieder reparieren können. Ich denke mal, es dürfte ja eigentlich nicht komplett kaputt sein. Dann lassen wir das Floß dort. Und holen uns unser Boot wieder. Ist halt die Frage, wie viele Gegner da jetzt auf uns warten. Wir haben halt leider auch nur ein Holzschild. Das ist alles nicht so mega geil gegen die Sumpfbewohner. Ja, Händler leider immer noch nicht gefunden. Wir auch. Wir sind ja nicht nochmal seit der letzten Folge oder seit der vorletzten Folge groß auf Erkundung gegangen. Keine Ahnung, vielleicht verbirgt er sich doch irgendwo hier unten. Wir müssen mal schauen. Ich würde es auf jeden Fall noch ein paar Folgen versuchen und wenn wir ihn wirklich gar nicht finden, können wir immer noch nachschauen, wo wir hin müssen. Da vorne ist es. Wir sind gleich da. Ich glaube, auch hier irgendwo kam die Seeschlange. Wird bestimmt noch in der Nähe sein. Wird uns gleich fressen und dann haben wir richtig verloren. Wenn der Wind mal ein bisschen mitspielen würde, dann wären wir schon längst da. Dann überleben wir es in der Geschwindigkeit auf jeden Fall auch nicht, wenn die jetzt auf einmal um die Ecke kommt. Wir können halt wirklich da nur probieren mit Bogen so schnell wie möglich drauf zu... Oh Gott, ich dachte gerade das Segel, das hier. Ich habe es nur so im Augenwinkel so auf dem Wasser so gesehen aus der Perspektive und dachte, es ist eine, es ist echt schlimm. Jetzt können wir nie wieder ruhig mit dem Boot auf dem Meer rumschwimmen. Werde immer dran denken müssen. So, wir müssen wieder ein Stückchen links. Da vorne beginnt schon der Sumpf. Ich glaube, jetzt sind wir ungefähr wieder auf Kurs. Ja, mal schauen. Ich bin halt noch am Überlegen, aber auf dem Floß stehen bleiben und mit Pfeilen schießen bringt eigentlich nicht so viel, weil... Wir werden da mit Pfeilen zurückschießen. Und mit der Rüstung aktuell ist das irgendwie nicht so geil. Nochmal noch. Ach du Scheiße, ja, da vorne ist sie. Gott, hat die uns jetzt schon gesehen? Ja, die hat uns gesehen. Die hat uns natürlich, hat die uns gesehen. Man trifft sie halt aber auch nicht. Es ist halt echt schwer, die zu treffen. Gott, wir machen so verdammt wenig Schaden. Kann ich die nur treffen, wenn die an der Oberfläche ist? Ich glaube, sobald das ins Wasser geht, haben wir keine Chance mehr, ne? Kriege ich die so? Ne, jetzt hau ich selber unser Boot. Geil. Es ist echt schwer. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können die echt nur so an der Oberfläche treffen. Oder so vielleicht nochmal. Nee, auch nicht. Ja, wir können es nur probieren. Wenn wir sterben, dann sterben wir. War vielleicht auch nicht so schlau, dieselbe Route zu nehmen. Hätten wir uns irgendwie von der anderen Seite rantrauen müssen.
Ja, das war klar. Und nu? Jetzt haben wir nicht mal mehr Ausdauer. Ja, super. Das war's. Die wird uns jetzt nochmal beißen. Komm, beiß rein. Und damit war's das gleich. Ach man, das ist aber auch ein Scheiß, ehrlich. So sollte es nicht laufen. Aber was hätten wir tun sollen? Ich habe mein Bestes probiert. Ich habe so viel wie möglich mit dem Bogen draufgeschossen. Es war einfach nicht möglich. Dadurch, dass man die so schwer trifft, auch generell mit dem Bogen, haben wir echt wenig Schaden gemacht. Ja, jetzt haben wir gar nichts mehr. Geil. Ach Mann, wir kommen aber halt auch nur mit dem Boot darüber. Hätte sonst nur probieren können, irgendwie hier rüber und dann hier versuchen zu laufen, aber komplett durch den Sumpf. Mit der wenigen Ausrüstung, die wir haben. Ach ja. So, was haben wir denn noch? Wir haben auf jeden Fall noch eine Trollrüstung. Bis auf den Umhang, den haben wir gerade auch verloren. Wir hatten gerade eben 25 Rüstungswert, jetzt haben wir 18, ne? Ja, super. Und so waffenstechnisch, ja, den hier, der uns gar nichts bringt. Wir haben zumindest noch ein Schild. Wir können den erstmal einstecken, aber wie ihr wisst, ich hasse diese Waffe. Hier oben haben wir halt bloß noch Spitzhacke. Ein paar Pfeile haben wir noch, aber wir haben auch keinen Bogen mehr. Ja, gute Frage. Was machen wir jetzt am dümmsten? Entweder müssen wir jetzt echt nochmal anfangen. Ja, ich weiß auch nicht. Kupfer sammeln, sich nochmal eine Kupferrüstung machen. Also eigentlich fast von vorne wieder anfangen. Nicht ganz, aber ich habe halt echt keine Ahnung. Zum Glück haben wir es uns markiert. Wie wir hier hinkommen sollen. Also das Zeug können wir vergessen. Anscheinend wartet die wirklich hier. Das war dieselbe Stelle wie beim letzten Mal. Da haben wir es halt bloß noch geschafft, uns ganz schnell hier drüber zu schiffen. Wenn, dann können wir halt wirklich nur probieren, dass wir irgendwo hier lang fahren. Am besten hier rüber, ein Boot wieder abbauen, einsacken, hier hochlaufen und dann versuchen irgendwie den Weg zu nehmen. Aber hier ist ja auch, müssen ja, hier ist auf jeden Fall, hier geht's nicht weiter, hier ist überall Wasser. Entweder kommen wir hier durch den Sumpf und mit der Ausrüstung aktuell so durch den Sumpf rennen. Ich weiß ja nicht. Ach man, das nervt mich etwas. Was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt nochmal anfangen, komplett eine Bronzerüstung zu basteln. Das ist Zinn. Ja, aber jetzt im Sumpf mit der Ausrüstung und... So, haben wir überhaupt noch unsere Eisenhacke? Bronzehacke haben wir. Und mit der können wir zumindest auch Eisen abbauen, aber sich jetzt nochmal eine komplette Eisenrüstung craften, dann sind wir ja wieder locker fünf Folgen damit beschäftigt. Weil, ganz ehrlich, die kosten 20 Stück pro. Nee, das können wir auf jeden Fall nicht machen. Ja, entweder wieder Bronzerüstung oder doch mit der Rüstung versuchen, durch den Sumpf zu kommen. Ich habe halt echt keine Ahnung. Haben wir noch einen Bauhammer? Wir haben noch einen Bauhammer. Naja, es muss weitergehen. Das Floß hat was gekostet? Leder, Holz, Harz. Ein bisschen Holz sammeln, dann haben wir das wieder zusammen. Ich denke, es ist der beste Plan. Wir teleportieren uns wieder zum Händler, laufen hier hoch und versuchen irgendwie von der Seite ranzukommen. Ich würde das jetzt auch nochmal mit der Trolllederrüstung versuchen, weil ganz ehrlich, jetzt nochmal wieder zwei Folgen lang Kupfer sammeln. Dafür, dass wir am Ende, wir hatten jetzt 25 wegen 7 Rüstungspunkten. Weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Wir legen uns jetzt erstmal eine Runde schlafen, damit es hier mal wieder ein bisschen hell wird. Und dann werden wir uns mal das Zeug zusammensuchen, was wir brauchen. Also ein bisschen Holz auf jeden Fall noch. Wir waren komplett out of Holz. Wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten ja extra welches gesucht. Ja, so, wir können auch wieder bloß die Sträucher abernten. Ja, so ein bisschen was zu futtern wäre eigentlich ganz geil, ne? Ja, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen coolen Trick für die Seeschlange? Eine Überlegung wäre es noch, wir basteln uns mal die Harpune. Also wir können uns die eh mal bauen. Wir haben ja genügend Zeug dafür. Lass mich mal kurz schauen. Schmiede war das, oder? War die an der Schmiede oder war die...
der normalen Werkbank. Wenn wir irgendwie auf dem Boot sind... Na gut, wir können das Boot nicht gleichzeitig festhalten. Ne, das war die Klinge. Wir hatten doch noch irgendwo die Harpune. Hier. 8 Edelholz, 30 Chitin. Ich glaube, Edelholz sind wir auch komplett leer, ne? Ja, dann war ja der Grund, warum wir kein großes Boot bauen konnten. Also ich sag mal so, ich denke mit Eisenpfeilen, mit dem Jägerbogen, den wir hatten. Sag mal, ich wollte doch was zu essen holen. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen aus dem Konzept. Weil ich überlegen muss, wie wir das am besten lösen. Also ich... Ach, Ausdauer. Ich sag mal so, mit einem großen Boot, was ein bisschen mehr aushält... Den Bogen, den wir hatten, diesen Jägerbogen aus Edelholz und vielleicht nach Eisenpfeilen und eventuell auch den Bogen noch ein bisschen hochtrainiert, denke ich, könnte man es schaffen, so eine Seeschlange zu besiegen. Dann sollte es bestimmt machbar sein, aber das kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr zusammen. So, gib mir mal eine Bärenmarmelade, gib mir mal hier eins, vielleicht packen wir wieder runter. Wir brauchen ja jetzt nicht ewig lange. Der Ausdauerbalken ist schon geil mit der Bärenmarmelade. Wenn ich den nicht früher hergestellt habe, war ich wahrscheinlich wieder zu geizig. War. So, ihr könnt mich mal alle sonst wo. Und gerade echt größere Probleme als euch. Die haben es aber halt auch echt in sich, ne? Wenn die halt wenigstens treffen könnte ordentlich, aber... Irgendwie war das nicht möglich. Ja, aber cool, kann man hier gleich mehrere Sträucher auf einmal kaputt schlagen. Sich einfach nur in die Mitte stellen. Geht eigentlich relativ flink so. Ah, verbraucht halt auch mega viel Ausdauer. Ach, und das hat nicht gereicht. So, 18 zusammen. Weiß gar nicht, 20 hatten wir gebraucht fürs Floß, ne? Wir brauchen noch 10 für die Werkbank. Irgendwo noch mal ein paar Sträucher nebeneinander. Das sieht gut aus. 25. Jetzt haben wir es zusammen. Bam. Das ist leider trotzdem zu stabil. Wir bräuchten halt eigentlich zumindest ein besseres Schild. Müssen wir gleich die Werte vergleichen, ob dieses große Turmschild vielleicht ein bisschen an das Bronzeschild rankommt oder nicht. Ja, prinzipiell müssen wir uns nicht zwingend dem Kampf stellen. Also naja, doch schon, aber solange wir einigermaßen gut blocken können, reicht das eigentlich schon vollkommen aus. Ich muss sagen, mir gefällt diese Trolllederrüstung. Sieht auf jeden Fall geil aus. So, also wir haben auf jeden Fall 20 Holz für das Floß. Wir haben genügend Harz schon einstecken. Wir brauchen jetzt noch 6 Lederreste. Hier haben wir hier. Und wir haben auch noch 10 Holz übrig für die Werkbank. Jetzt lasst uns mal kurz vergleichen. Wir haben einen Edelholzbogen. Was hat denn der gekostet? Die Kernholz hätte ich, die Hirschfell hätte ich. Eigentlich brauchen wir bloß noch Edelholz, 10 Stück. Dafür brauchten wir aber, glaube ich, Minimum die Bronzeaxt. Naja, lasst mal schauen. Hölzerner Turmschild hat einen Blockwert von 35. Der hat einen Blockwert von 20. Also 35, der große. Und unser Bronzeschild, weil mit dem kommen wir einigermaßen klar im Sumpf. Bronzeschild. Braucht Eisen. 45. Aha, ist doch schon irgendwie ganz schön viel mehr. Das ärgert mich, dass wir jetzt die ganze Bronzenägel hergestellt haben. Aber ich müsste, hab ich nicht noch irgendwie, ich hab so ein Turmschild, hab ich. Oh Gott, damit durch den Sumpf. Sache ist, wir können dann auch gar nicht gleichzeitig kämpfen, weil wir eine Zweihandwaffe haben. Das ist irgendwie auch schon wieder Mist. Wir haben leider nichts anderes. Alles Mögliche an Schwert ist auf jeden Fall zu teuer, weil wir haben gar nichts mehr. Ein Bronze, 2 Kupfer.
Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal so. Wenn wir nochmal sterben, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen und uns halt wirklich alles nochmal zusammencraften. Zumindest vom Kupfer her. Eine Kupferrüstung und Kupferschwert. Weil anders weiß ich langsam auch nicht mehr weiter. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt hoch zum Händler, laufen hier hoch, bauen das Floß, paddeln erstmal hier rüber. Vielleicht nehmen wir auch direkt den Weg, da wissen wir zumindest, dass da keine Seeschlange war. Bauen das Boot wieder ab. Bauen uns hier wieder hin, versuchen hier rüber zu kommen. Hier haben wir zumindest erstmal, na gut, dunkler Wald, aber das sollten wir überleben. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir am besten hier runterkommen. Weiß halt nicht, wenn die Seeschlange, die war ja hier irgendwo, kam dann hier rüber zu uns, wenn wir vielleicht hier so ein bisschen bogen oder so, ich habe keine Ahnung. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Lasst uns mal noch schnell den Hammer reparieren. Ein bisschen Essen sollten wir auch noch einstecken. So, und zwar nehme ich zweimal Süppchen mit, zweimal Bärenmarmelade, zweimal Würstchen. Ne, wir nehmen mal dreimal Würstchen mit. Und dreimal das. Nicht, dass es dann daran scheitert. So, auf ein neues. Die Waffenkombi ist halt eigentlich echt schlecht. Wenn wir so nur blockieren oder angreifen können. Beides geht nicht. Aber bevor wir uns jetzt irgendwie wieder so ein Holzschwert herstellen, was sowieso keinen Schaden macht. Egal. So, wir müssen nach oben. Hierhin, gerade durch. Wir können mal Eiktür aktivieren, dann sind wir noch ein bisschen schneller. Dann schaffen wir es vielleicht noch in der Folge, da oben anzukommen. Oh, die Distel würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Da ist noch eine. Lass das bitte klappen. Sonst müssen wir halt wirklich nochmal hier komplett durch den dunklen Wald gaunern und uns Kupfer ersammeln. Was, man möchte es halt auch einfach nicht, wenn man schon eine Eisenrüstung hat. Dann fühlt sich das nicht richtig an, sich wieder eine Bronzenrüstung herzustellen. Ich glaube, da war noch eine Distel, ne? Jupp. Komm her. Aber wir müssten wahrscheinlich eh mal wieder ein bisschen mehr Ressourcen sammeln. Gerade so Edelholz und Kernholz und alles drum und dran. Ist es nicht verkehrt, ein bisschen was auf Vorrat zu haben, auch von Bronze her und so, falls halt sowas mal passiert. Wir haben jetzt halt natürlich die komplette Bronzerüstung auf dem Meer liegen und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die wiederzuholen, weil da definitiv wieder die Seeschlange kommt. Wir haben hier Kupfer. War jetzt vielleicht ein bisschen weit weg markiert, aber wird schon hinhauen. So, her mit euch und weiterhin. Wo sind wir denn angekommen? Hier vorne. Dann sind wir schon so gut wie richtig. Ja, doch relativ schnell hier durchgekommen. Und 12 Distel mehr können wir auch unser eigen nennen. So, lasst mal schauen. So ein kleines Stück weiter rüber können wir schon noch. Der kürzeste Weg wäre wahrscheinlich, naja, hier bis hier ungefähr. Ich denke mal, hier vorne können wir es jetzt langsam bauen. Was schwimmt denn da? Das war bloß ein Hirsch. Ich hatte schon wieder Angst vor Seeschlangen. So, einmal hier hin. Ist natürlich, wir müssen da nochmal Holz sammeln irgendwo. Weil wir haben dann keins mehr und wir... Ach, Mann. Wir haben dann keins mehr und wenn wir das alte Boot reparieren wollen, brauchen wir ja wieder eine Werkbank. Aber wir machen das schon irgendwie. So, Floß. Ohne Floß nichts los. Zack. Rauf mit dir. Und auf ein neues. Folge ist leider gleich schon wieder zu Ende. Ging schon wieder ganz schön schnell. Wind ist immer noch komplett gegen uns. Warum sollten wir da auch mal Glück haben? Aber es ist zumindest echt nicht so weit. Was liegt da? Ist das ein Stück Holz? Ist hoffentlich keine Schlange. Nee, ich glaube nicht. Wäre zumindest echt fies.
Ja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Nächste Folge, dann werden wir sehen, ob der Plan klappt oder nicht. Ansonsten müssen wir uns halt wirklich nochmal alles zusammencraften. Was soll's. Ärgern bringt auch nichts. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.